Leute, herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf diesem Kanal und heute machen wir was extrem, extrem cooles. Wir sind schon live vor Ort am schlecht bewertesten Skatepark dieser Stadt. Guckt euch den Skatepark an. Ihr habt bestimmt schon von Kiran ein Video gesehen, wie er hier sogar mit mir zusammen dieses Skatepark reviewed hat. Denn dieser Skatepark ist grausam. Guckt ihn euch an. Ich weiß nicht, wer sich hier was bei gedacht hat. Also ich brauche ihn euch gar nicht erst zeigen, aber... Ich habe mir jetzt zur Aufgabe genommen, Kirans schlecht bewertetes Skatepark oder die von Google nun mal komplett zu shredden und die probieren zu zerstören, wie es nur irgendwie Menschen möglich ist. Das bedeutet, wir machen heute komplette Banger in so einem Skatepark. Das ist eine richtig coole Videoidee, die hat mir ein Zuschauer reingeschrieben. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an, ohne lang zu quasseln oder sonst was. Aber ich weiß nur noch nicht, wo ich anfangen soll, weil es gibt hier zwei so eine Boxen. Einmal die und einmal die hier. Und das hier, merke ich sogar, ist eine Jumpbox. Das heißt, man könnte Transfers drüber machen. Wir werden mal sehen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Ich call mir jetzt selber ein paar Shots. Wir brauchen sogar noch eine Spine da und so. Und hier oben so ein dickes Wall-In, kann man sagen. Ist ein bisschen nervig. Ein bisschen harzig alles. Aber wir legen los und machen ein paar Banger und fangen da vorne direkt mal an. Oh. Aha. Transfer war schon mal gemacht. Jetzt machen wir noch ein paar Tricks rüber im Transfer. Wow, was? Alter, das war mal eine Flatbombe. Okay, Kickless Rewind drüber. Auch schon nice. Nächsten Trick. Wow. Junge. In dieses Skatepark Rip Kickless rüber. Alter, das war für die Box schon mal ziemlich krass. Ich weiß auch nicht, was man noch so machen soll, weil das Problem ist, wenn man hier drin landet, ist unten direkt so eine richtig harte Kante. Und der Anfang ist auch nicht wirklich schön. Aber ich würde sagen, wir machen weiter. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum ich einen blauen Roller habe, checkt das Video von gestern ab. Denn ich habe den Roller über Tage lang designt mit meiner Freundin zusammen. Und das ist echt cool geworden, das Ergebnis. Ganz kurzer Drop-Test nochmal. Drop-Test ist gut. Sehr, sehr gut. Also, wir machen weiter, denn es gibt noch mehr Tricks, die wir machen können. So, ich dachte mir, wir machen auch noch mal ein paar Air-Tricks in der Quarter, weil Air-Tricks gehören ganz normal zum Scooterfahren. Deshalb machen wir es einfach. Also, probier's. Gucken, was an Air-Tricks so möglich ist. Okay, Basement geht. Gucken, was noch geht. Aha, Y-Flip geht auch. Ich weiß gar nicht, welche Quarter ich benutzen soll. Ich probier's mal an der hier aus. Sieht echt ein bisschen steiler aus, irgendwie. Oh, okay. Rip Front wird ein bisschen irgendwie. Sind beide richtig kacke, die Quarters. Ich weiß ja, an welcher ich was machen soll. Okay, let's go. Aha, Fingerrip auch. Und zu guter Letzt natürlich fehlt noch der Flair. Mal gucken, es wird sehr eklig an der Quarter, weil die ist schmal. Aber ich muss es probieren. Boah, Alter, fast. Ey, es ist so eklig. Leute, guckt euch mal, komm mal hier vorne hin. So schmal ist die Quarter. Ach du Kacke. Dazu kommt, dass überall so eine Kastanie rumliegen. Ich dachte schon bei der Anfahrt, ich fahre überall über diese blöden Kastanien rüber. Jedes Mal, wenn man hier drauf fährt, ist erstmal ein richtig so ein Wulst, über den man fahren muss. Der Flair muss ich schaffen, bevor ich jetzt die erst aufgebe. Ja. Boah. Mann, okay, aber das wird gleich. Aha. Wow, clean. Okay, wow, clean, Mann. Oh, Mann. Okay, Flair haben wir auch noch geschafft. Den Skatepark schon ziemlich, ziemlich krass. Machen wir weiter und gehen mal woanders hin. Wir haben ziemlich krasse Sachen jetzt schon gemacht und jetzt werden wir hier die Hip noch mal probieren. Bedeutet, wir können von da anfahren, hier aus der Quarter in die Hip springen. Ziemlich cool, würde ich sagen. Mal gucken, da muss auch noch einiges gehen. Als erstes, Downside Kickless. Oh, okay, Downside Kickless ging klar. Nächster Trick. Hier Rewind, okay. Ja, geht auch. Nächster Trick, 60. Wow. Alter, es ist so eklig. Man denkt, man landet neben der Bank. Okay, jetzt ein paar, wow. Schau mal diese blöden Kastanien, Alter. Jetzt ein paar 60 Tricks. Okay, die 60 Whip auch noch hinbekommen, beziehungsweise 450. Soll aber noch was Besseres gehen, irgendwas Cooleres noch. Ich weiß doch nicht was. Okay, let's go. Wow, Alter, die 60 Whip Bar über das eklige Ding. Ach du Kacke, war das eklig. Und let's go. Wow. Getchy, aber geschafft. Ich würde sagen, mit dem Ding sind wir fertig. Das ganze Ding ist wirklich Müll. Ich weiß nicht, wer das ausgelacht hat. Kommen wir zum ekligen Part vom Video. Ich wollte es nicht machen, aber Arthur meinte, ich muss das machen. Und zwar, Leute, ich weiß nicht, wer hier wen verarscht hat, aber was wie willst du dich hier anfahren? Also du musst ja, wie willst du dich hier anfahren einfach, Mann? Bro, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer hier wen verarscht hat. Das war eine Quarter, die so klein und kacke ist und dann hinten ein Bremsset. Was soll das? Okay, ich würde sagen, als erstes, bevor wir jetzt hier Tricks das Treppchen runter machen, muss ich unbedingt die ganzen Kastanien aufräumen. Ich will nicht auf die Schnauze fliegen, nur wegen diesen Kastanien. Vor allem auch, aber eigentlich auch der Abstand so vom Treppenset bis zum Schluss ist voll gering so. Wenn du Speed drauf hast, Digga, dann fährst du einfach gegen die Steine. Ich würde sagen, um das Treppenset zu springen, muss ich auch ein bisschen schnell sein. Wenn ich lande, muss ich sofort absteigen. Ich werde es gleich sehen, wie ich es probiere. Aber ich weiß auch nicht, es sind so viele Dinge, die ich nicht verstehe. Wieso baut man überhaupt so eine ganze Box auf? Und mal dieses Railgrind. Wieso ist eine Rail da? Von wo soll man anfangen? Ja, aber. Guckt euch das mal ganz kurz an. Also, ich verstehe es wirklich. Ich muss von hier
hier anfahren, um dieses Rail zu grinden. Wer hat hier wen verarscht? Wer? Ich weiß es nicht. Ich will mich jetzt gar nicht drüber aufregen. Ich bin hierher gekommen, um hier jetzt Banger zu machen, also eine richtige Banger-Session zu machen. Und deshalb muss ich das jetzt auch tun. Ich verstehe es nur wirklich nicht. Genauso Kleinigkeiten wie, wer baut in einen Skatepark einen Kastanienbaum? Stimmt. So, dass die ganzen Kastanien runterfällen und man kann nicht mehr fahren. Warum? Warum ist da eigentlich keine gerade Straße mehr, sondern warum sind da so Ziegelsteine? Ab der Hälfte ungefähr. Warum? Da sind einfach Pflastersteine zwischendrin irgendwo. Also mit dem Roller geht es ja doch, mit dem Skateboard kann man hier erst recht nicht fahren. Egal, Leute. Treppenstedt, mal gucken, was alles so machbar ist, da runter. Okay, let's go! Ich hoffe, ihr könnt es jetzt einschätzen, wie stressig das ist. Aber jetzt heißt es, ein paar coole Tricks machen. War es uns easy gewesen. Oh. Ey, Henry, meinst du, machst du jetzt mal ein 360-Whip und das Treppenset? Das ist so eklig. Das ist ein Vierer-Treppenset, Bro. Vergiss das nicht. Ich weiß, und es ist noch so eine eklige Quarter. Ey, denk dran, du wolltest eine Banger-Session machen. Vergiss das mal nicht. Also nicht nur so Low-Tricks hier. Ja, okay, let's go. Boah, Alter, okay. Alles gut. Fails gehören ganz normal dazu. So wie in dem Video. Weißt du noch, wo wir im Prinzesspark waren? Stimmt. In meinem Longest Skatepark. Ich hab mich so auf Stress gelegt. Alter, auf der Quarte, ne? Weil du da in diese Rille reinkommst. Alter. So genervt. Ja. Aber egal. Oh, shit. Oh, Steine. Alter. Wer legt hier Steine hin? Du merkst es. Du hast einfach nicht mal mehr Zeit, richtig runterzufallen. Ja. Yes, clean, Mann. Clean, Mann. Aber okay, nice. Das haben wir auch geschafft. Aber ein, zwei Tricks müssen noch gehen. Aua, das tat weh. Vor allem mein armer Roller. Er wird zu viel Kratzer bekommen. Und wenn man gerade einen neuen lackierten Roller hat, dann macht das keinen Bock. Aber ich hatte genug Platz, um mich zu packen. Ich würde sagen, die beiden Rampen haben wir jetzt erfolgreich erledigt. Wir gehen zur nächsten und die werden auch so richtig eklig. Und zwar, das sind die ekligsten Rampen am Skatepark-Arkt. Und was sagst du? Ey, die Spine, also die macht noch weniger Sinn, ja, als das Treppenset, was gerade schon gar keinen Sinn gemacht hat. Genau. Und dann haben wir hier noch eine Rampe, ja, die macht noch weniger Sinn als die Spine. Ja. Was sagst du dazu? Was ist das hier? Also, es soll ein ganz normaler Kicker sein. Aber erstens, ich zeige euch gleich mal, wie schnell ich bin, wenn ich von da ganz oben runterfahre. Und zwar ist man so schnell, so viel Sprung brauche ich noch nicht mal in meinem Local Skatepark, über eine Jumpbox irgendwo zu springen. Und hab dafür diesen Kicker. Problem ist, danach lande ich auch hier hinten irgendwo in der Ritze. Die Ritzen sind so asozial. Ich weiß nicht, wer hier verarscht wurde. Aber ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal von oben die Fahrt. Plus dann, dass hier irgendwie über den Kicker springe. Ich probiere so halbwegs, ja. Okay, Artyom, ich hab ein bisschen Angst. Alter, du bist auch sehr, sehr weit oben. Und es sieht sketchy aus. Ach du Scheiße, okay, da kommt Henry. Oh mein Gott. Check bitte, wie schnell das ist. Check bitte, wie schnell das ist. Wow! Alter! Wie haben die sich das vorgestellt? Ich weiß nicht, du hast ja so viel Speed aufgebaut. Du hast bis komplett den ganzen Park gebrettert. Reicht, wenn ich von der ersten Bank runterfahre. Von ganz oben ist es viel zu schnell. Aber ich habe gesagt, ich will hier eine Banger-Session machen. Leute, ich mache hier auch eine. Ich probiere es irgendwie. Aber da ist der Boden überall wellig und hier sind überall Ritze. Ich werde bestimmt hier die Kante fahren und nach links springen. Ja, würde am meisten Sinn machen. Okay, also nicht von ganz oben. Aber dafür jetzt wenigstens ein paar kleine Banger. Oh. Wow, nein, du bist so, Bro, du bist so in diese scheiß Ritze reingefahren, man hat es noch so gesehen in der Kamera. Ich hab's live jetzt erstmal gesehen. Das machen die Ritzen mit dir, wenn du die Rampe probierst, irgendwie zu fahren. Also es ist wirklich, weiß ich nicht, grausam, dieser Skatepark, wirklich grausam. Rip Rewind Kick ist aus so einem Kack-Kicker, würde ich sagen, ist cool, aber wir müssen noch mehr machen. Ey, Henry, warte, du wolltest dich in eine richtige Banger-Session hinlegen. Ja. Meinst du, du ziehst einen Backflip aus dem Ding raus? Aus dem Kicker? Kicker? Ja, aus dem Kicker. Bro, du hast selber gesehen, hier sind so viele Ritzen. Ja, du könntest ihn gefühlt auch flat machen, aber trotzdem, weiß nicht. Ist, ich müsste über die Ritzen rüberspringen, weißt du? Ah, das stimmt, ist das Problem, aber mit genug Schwung könnte ich schaffen. Aber es ist aber richtig viel Schwung, ne? Ja, schon ein bisschen. Ich würde aber sagen, ich habe gesagt und den Titel geschrieben, heute gibt es eine Banger-Session im schlechtesten Skatepark und deshalb mache ich das auch. Und deshalb würde ich sagen, ich fahre zwei, dreimal an, mal gucken, ich hoffe es. Ja, das wird schon gehen. Alter, es würde krass sein, es würde krass aussehen, sag ich dir, so wie es ist. Okay, Artyom, let's go. Backflip rausgemacht, ist nice, oder? Der war richtig clean, Mann. Boah, ich weiß gar nicht, bin ich neben den Ritzen gelandet oder nee, du bist richtig komplett viel weit. Du bist, glaube ich, hier so irgendwie gelandet. Also über die ganzen Ritzen bist du ganz weit weggesprungen. Okay, und damit würde ich sagen, ist dieser Bereich auch erledigt. Wir haben den Park hier, also nicht den Park, die Rampe, auch auseinandergenommen. Jetzt kommt einer der Schlimmsten. Leute, es ist eine Spine in diesem Park. Ich weiß nicht, wer das in Auftrag gegeben hat, hier eine Spine zu bauen mit diesem Boden. Aber ich würde sagen, wir machen hier einfach ein bisschen was. Vorab zeige ich euch aber mal die Anfahrt, weil die ist grausam. Guck sie dir bitte an. Ach. Passt mal auf, wie es aussieht, wenn ich anfahre. Was? Guck dir das mal an. Shit, mein blaue Farbe, siehst du das? Ja, das ist von deinem Deck, ne? Ich will nicht, dass mein Deck hier zerkratzt, aber... Nein, das sieht so schön aus. Überlegt euch das mal. Das ist ein normaler Boden und die Wurzeln da drunter und alles, was halt drunter ist, diese Wellen sind so hoch, dass mein Deck aufsetzt. Nice. Ich muss was machen, also mal gucken. Oh. Wow. Ist es möglich, ein paar Tricks rüber zu machen?
Wow. Wie ich auf diese dämliche Idee kam, hier ein paar Tricks zu machen, voll ein Banger. Wow. Shit, Digga, alles gut? Alles gut. Mein Roller ist weit geflogen und hat mich ganz schön festgelegt. Ach du Kacke. Aber gehört dazu, denkt dran, immer einen Helm aufhaben. Du hast auch gerade ziemlich auf den Hinterkopf geknallt. Bedeutet also, macht nicht den gleichen Fehler wie andere Leute, setzt euch einen Helm auf. Wow, das zählt. Oh mein Gott. Damit beende ich jetzt diese Banger-Session in diesem blöden Skatepark. Ich habe auch genug bekommen. Ich habe sehr dolle Kopfschmerzen jetzt. Deshalb abonniert auf jeden Fall meinen Instagram-Account. Alles gut, ab in den Zwang. Haut rein, Leute. Peace.